Während unseres Aufenthalts auf dem Subkontinent Indien unternehmen wir eine 2000 Kilometer lange Reise durch Rajasthan, dem Land der Maharajas. Die Reise beginnt in der Hauptstadt Delhi und führt in den Bundesstaat Uttar Pradesh nach Agra. Über Jaipur, die Hauptstadt von Rajasthan, und Mandawa erreichen wir heute die Stadt Bikaner. In Deshnoke, etwa 30 Kilometer von Bikaner entfernt, befindet sich der wohl merkwürdigste Hindu-Tempel in Rajasthan. Die unzähligen im Tempel lebenden Ratten haben ihn zum Wallfahrtsort für Pilger aus nah und fern gemacht. Dieser Kult mit den heiligen Tempelratten erregt unsere Neugierde. Vor dem Eingang zum Tempel drängen sich hunderte Pilger, um den heiligen Ratten ihre Opfer zu bringen. Getrennt nach Frauen und Männern stehen sie in der Warteschlange und hoffen, das Allerheiligste, den Rattenaltar, heute noch betreten zu können. Die Reinkarnation, der Glaube an die Wiedergeburt, ist im Hinduismus fest verankert. So werden im Karnimata-Tempel die Ratten als Ahnen der Schutzgöttin Karnimata betrachtet. Die verstorbenen Menschen, die als Ratten wiedergeboren wurden und hier in diesem Tempel leben, werden deshalb hoch verehrt und mit allerlei Speisen versorgt. Für westliche Touristen ist das Betreten der Tempelhallen eine außergewöhnliche Mutprobe. Die unzähligen Ratten in den Räumen huschen munter an den Füßen der Besucher vorbei und verspeisen mit Wollust die mitgebrachten Opfergaben. Die Tatsache, dass der Tempel nur ohne Schuhe betreten werden darf, macht die Besichtigung nicht angenehmer. Der Fußboden ist über und über mit Rattenkot verschmutzt. Die Gerüche, die durch die Halle ziehen, sind auch nicht jedermanns Sache. Wer nach langem Anstehen diesen Raum erreicht hat, ist dem Ziel schon sehr nahe. Hinter einer kunstvollen Marmorwand versteckt, befindet sich der heilige Rattenaltar. Bevor die Pilger den Altarraum betreten, werden überall in den Ecken der Halle die mitgebrachten Opfergaben abgelegt. Der hinterlassene Müll scheint die Nagetiere nicht zu stören. Sie interessieren sich mehr für die gespendeten Leckereien. Kokosnüsse gehören zu den beliebtesten Opfergaben. In der Altarhalle werden sie in appetitliche Häppchen zerkleinert und den Nagetieren serviert. Verbunden mit dem Wunsch auf Gesundheit und Wohlstand hoffen alle Pilger, die heiligen Ratten damit gnädig zu stimmen. Das Haar des Kindes ist eine besondere Opfergabe und wird vom Vater am Fenster zum Altar abgelegt. Mit diesem Opfer soll dem kleinen Jungen eine glückliche Zukunft gesichert werden. Die Ratten im Allerheiligsten zu filmen ist nicht erwünscht und der Zutritt wird mir verwehrt. Mit Hilfe eines freundlichen Pilgers gelingt es mir aber, durch eine offene Tür die Szenerie vor dem Altar zu filmen. Im hinteren Raum des Allerheiligsten steht eine Figur der Karnimata, der Schutzheiligen des Tempels. Davor stehen eine Truhe und zwei Schalen aus purem Silber, gefüllt mit ausgewählten Leckereien. Ein eigenartiges Gefühl. Überall flitzen die Ratten herum. Sie hocken auf Türen, schlürfen Milch und fressen Speisereste aus großen Schalen. Irgendwie hat man das Gefühl, von den fresslustigen Ratten selbst angeknabbert zu werden. In einem Nebengebäude des Karnimata-Tempels befindet sich ein weiterer mit Gittern gesicherter Rattenaltar. Er erregt bei allen Besuchern eine große Aufmerksamkeit. Auch er ist von unzähligen Kappas, den heiligen Nagetieren, bevölkert. Mit dem Läuten der Glocken sollen die weißen Ratten hervorgelockt werden. Wer eines dieser seltenen Tiere erblickt,
kann auf ein glückliches Leben hoffen. Danke, ja. Der Hinduismus wird geprägt vom Glauben an Karma und Wiedergeburt. Das Karma, die Summe aller menschlichen Lebensdaten, legt fest, welches Schicksal dem Wiedergeborenen erwartet. Da für Hindus alles Leben der göttlichen Ordnung entspricht, kann man auch als Tier wiedergeboren werden. So werden die Ratten von Teshnoke als Wiedergeborene der verstorbenen Ahnen betrachtet, denen Respekt und Achtung gebührt.